Ach ja, die guten alten Zeiten in Minecraft, wo man noch Mobfallen gebaut hat. Heute werde ich euch präsentieren, wie man das Ganze in GTA machen kann. Ohne Mods oder ohne irgendwelche Cheats. Jo, alles was ihr dafür tun müsst, beziehungsweise was ihr in den Crafting Table dafür legen müsst, ist folgende Sache. Ihr müsst euch als CAO registrieren. Was? Wieso geht das nicht? Sag mir jetzt nicht, man kann sich in einer scheiß Solo-Sitzung nicht als CAO registrieren. So, jetzt bin ich in einer Einladungssitzung. Ja, gut. Jetzt kann ich mich toll als CAO registrieren. Genau. Wo war ich gerade? Ja. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch als CAO zu registrieren. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Sprich, dass der Heli die ganze Zeit läuft, ohne dass halt jemand drin sitzt. Ja. Da müsst ihr einen kleinen Glitch machen, sage ich jetzt mal. Ihr bestellt euch den Heli. Man steigt ein. So. Macht den Hup, Hup, Hup. Macht den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Macht den Helikopter. Na, na, da, da. So. Und dann geht's erstmal hoch in die Luft. Am besten in eine bestimmte Richtung fliegen, dann rausspringen, den Fallschirm schnell wie möglich ziehen, dann in die gegengesetzte Richtung mit dem Fallschirm wegschweben und dann müsst ihr euch den Havok nochmal neu anfordern, während ihr im Flug seid. Und voilà, was seht ihr da? Ein Havok, der sich bewegt, ohne dass jemand drin sitzt, der da gerade am Boden gespawnt ist. So, dann landen wir mal. So. Genau. Und jetzt läuft er die ganze Zeit, 24/7, und kann all mögliche Cops zerschreddern, beziehungsweise die Mobs zerschreddern für die Mobs-Monsterfalle. Ihr könnt euch den Heli jetzt auch immer wieder neu bestellen und er wird immer noch angeschaltet sein, sage ich jetzt mal. Sprich, ich laufe jetzt etwas weg, dass ich ihn gleich neu anfordern kann. So, das Fahrzeug ist in Nähe eines Spielers. So, und jetzt fordere ich ihn mir neu an. Und er spawnt wieder. Ohne dass, ja, ohne dass er ausgegangen ist. So funktioniert schon, sage ich mal, das Schwierigste der Mobfalle. Eine weitere Sache, die ihr dafür in den Crafting Table legen müsst, ist eine geeignete Location. Und an der befinden wir uns auch gerade. Sprich, man kann das eigentlich an allen möglichen Leitern machen, aber ich bevorzuge halt diese Location hier. Die ist eigentlich ganz gut geeignet. Ja, den Glitch mit dem Heli könnt ihr eigentlich theoretisch mit jedem CEO-Heli machen, den man sich bestellen kann. Ich mache das jetzt mal mit dem Buzzard. Und wie man sieht, ich bin wieder zu blöd dafür. Aber das wird schon, das wird schon, das wird schon, das wird schon. So. Oh, 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 oh. Ja, das tut mir leid, Leute. Ihr standet im Weg. Ja, das Witzige ist, wie man sieht, man kriegt jetzt auch keine Sterne dafür, dass der Heli quasi die Leute wegschreddert. Also ist das auch eine ganz tolle Methode, um... Oh, da kommt ein... Oh, möchtest du deinen Freunden helfen? Oh, nee, oder der ist sauer auf mich? Nee, was will er denn jetzt hier? Ja, egal. Ja, belebt die mal wieder. Die wurden gerade nur von einem Heckrotor weggeschreddert. Das sind ein paar Schnittverletzungen, aber sonst ist alles... Ey, da kommen ja nochmal drei andere... Da kommen ja noch mehr, what the fuck? Oh, Digga, ruf mich nicht an, ganz ehrlich. Was machen die denn da jetzt? Ich dachte, die kommen jetzt, die versammeln sich jetzt zu viert um den herum, das wäre es ja noch gewesen. Komm. Jetzt aber, oder?
Ich will jetzt aber auch nicht, dass der Heli halt mit dem Rotor die Leiter knutscht. Das muss halt ganz knapp davor sein. Ah ja, perfekt, es funktioniert. Okay, gut. Ah, jetzt stehen da wieder zwei neue. Oh ja. Gut. Also, ja. Genau. Jetzt ist dieser. Das Problem ist halt bei der Location hier, es gibt halt sehr viele Möglichkeiten, wo die Cops dich auf andere Weise erreichen können. Deswegen stellt man am besten sein persönliches Fahrzeug einmal vor diese Leiter, dass diese blockiert ist. Und jetzt müssen wir noch ein Motorrad finden, um eine Treppe zu blockieren. Jetzt muss ich gucken, ob hier irgendwo ein Motorrad vorbeifährt. Die Sache ist, wenn ihr jetzt das Motorrad hier vorstellt, ist das Problem, dass die Cops einfach kommen und hier hochklettern und dann zu euch gelangen. Da hätte man genauso gut auch hier ein Auto vorstellen können, das hätte genauso wenig gebracht. Deswegen nehme ich auch ein Motorrad, um quasi einmal hier hochzufahren. Das reicht aber noch nicht ganz aus, dann müssen wir nochmal hier hoch. Und dann stellen wir das Motorrad einmal so schräg hin, damit die Cops nicht mehr hier hochkommen. So, und wie kommt man jetzt selber hoch, ist die Frage. Ja, wir nehmen natürlich die andere Leiter. Leiter Nummer 2, ganz da hinten. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie Cops kriegen. Dass wir uns das ganze Spektakel... Ja, ja, Mann. So, perfekt. Cops sind da. 2 Sterne, super. Ja, jetzt kletter hoch. Komm, los. So, kommt perfekt. Einmal nach oben. So. Ja, und dann kann man von hier oben das ganze Spektakel beobachten. Ja, I don't see him. Ja, ich bin auch hier oben. Kommt mal hoch. Und dann klettern die hoch und werden weggeschleudert. Ja, gut. Wie gesagt, ich mach das Ganze jetzt alleine. Also alleine ist das auch möglich. Alleine ist das auch möglich, aber mit Freunden ist es halt besser, weil sich halt quasi hier oben, weil sich dein Freund quasi hier oben verstecken kann und du unten alles schöner beobachten kannst, wie die Cops halt zermetzelt werden. Ja, das ist so das Grundprinzip von dem Ganzen. Ja, und das funktioniert ganz gut, wie ihr seht. Da wird einer nach dem nächsten weggeschleudert und ihr könnt einfach mal hier oben chillen und das Ganze beobachten. Und der nächste. Was? Oh, scheiße. Das war jetzt aber nicht so geplant. Aber dafür wirst du jetzt auch in den Rotor reingeschossen. Ja, okay. Komisch, da hat sich der Heli irgendwie ein bisschen wegbewegt. Aha, der da hat fast seine Kollegen überfahren, der eine. Auch interessant. Ja, jetzt funktioniert es wieder, aber der eine Cop ist gerade eben durchgekommen. Komisch. Oh, der ist jetzt durchgekommen. Und der nicht. Ja, das ist ja komisch. Aber so schnell nicht, mein Freund. Du wirst da schön geschnetzelt. Kofferraum. Ja, der ist ja schon fast so, im Arsch. Perfekt. Ist egal. Komm jetzt. Wir bleiben hier kommt, sitzen. Kommt. Ich will euch mitnehmen. Oh, komm, der erste. Scheiße. Nein. Ey, der wäre fast drin gewesen. Ja, ne? Oh, der nächste, komm, der nächste. Perfekt, wir haben einen. What the fuck? Oh, Idiot! Was war das denn? Was passiert? What the fuck? Was war das? Wir verlieren sie wieder! Was war das, Alter? Wir verlieren sie, Mann. Ey, das Auto ist komisch weggeflogen, habt ihr das gesehen? Ja. What the fuck, Alter? Oh, guck, da kommt ihr nicht. Ey, Junge, das geht jetzt hintereinander weg. Das ist auch schön. Alter, was eine geile Mobfarm. Oh, jetzt kommt keiner mehr. Wir müssen so ein grobes Sextransporter hinstellen. Das ist okay. Versperren. Teste mal aus. Ja, Mann, perfekt. Es klappt. Und ich krieg immer die Kills dafür. Das ist ja geil. So. Ja, Kill-Death-Ratio Automat, Alter. Ja, es ist so. So, jetzt muss ich mal... Hey, soll ich hier zumachen? Kann einer von euch mal hoch aufs Dach, dass ich hier die Cops mit meinem Free Candy Van aufsammeln kann? Das wäre nämlich ganz geil. Er ist doch mein Free Candy Van. Ich weiß nicht, ob das mal funktioniert. Komm. Fahrzeugtüren alle erstmal aufmachen. Ach komm jetzt. Das klettert eigentlich hoch, du Sau. Ja, der klettert hoch. Ah, ja, fuck. Dann, glaub ich, oder? Schade, der ist nicht genau ganz ins Fahrzeug reingefallen. Ich würde die gerne mit meinem Fahrzeug mitnehmen. Ey, der hat meine Tür abgerammt. Ah, schade, hat auch nicht getroffen. Ey, irgendeiner von euch hat einen Helikopter. Wer hat den? Ich nicht. Ups.
Ich muss Lester anrufen. Mann, ich hab klar vergessen, wie man Cover taked, oder? Da fliegt einfach so ein Freddy vom Himmel. Also, Minecraft-Mob-Farm. Ja, das ist eine richtige Minecraft-Mob-Farm. Das ist wirklich eine Minecraft-Mob-Farm. Ja, ist so. Ich komm da nicht mehr hoch. Die Cops droppen hier ihre Waffen und ihre Munition und ihre Snacks. Und ihr Geld. Mein Fehler. Achtung, weg so. Vom Helikopter. Der eine Bulle ist einfach direkt reingerannt. Ah, oh, nee, sie schießen trotzdem. Wow. Ey, das ist echt eine gute Mob-Falle. Also, die funktioniert super. Ja, ich wollte die ganzen Bullenleichen noch abtransportieren, um sie zu Hundefutter zu verarbeiten. Deswegen haben wir hier diesen Bobcat. Ja, aber leider... Rotzi, geh mal weg, sonst fällt er nicht mehr. Bitte den da... Ah! Ey, bei mir ist jetzt einer drin. Ey, das ist so geil. Warte, ich mach mal die Tür auf, dass die besser da reinkommen. Moment. Hä, was macht der eine Bulle da? Wir rennen einfach vorbei. Ja, keine Ahnung, was die machen. Du rennst da einfach durch die Bullenmenge. Nein, da klettert hoch. Aber was machen die? Wieso sterb ich denn nicht da runter? Was ist hier los, Alter? Voll in den Roter. Der nächste. Das ist so bescheuert. Oh, fuck, Freddy, komm, schieß mal an Freddy. Freddy, schieß. Also, ja, also ich transportiere jetzt mal die Cops zur Hundefleischfabrik. Hä, bei mir schweben die in der Luft? Mach mal Screenshots. Hä, stimmt. Warte mal, warte, vielleicht wenn ich runtergehe, sieht man das? Hart. Die eine Leiche, die da liegt, das sieht so bescheuert aus. Das hört sich irgendwie bescheuert an. Digga, wie nicht geil ist das? Muss man den Screenshot senden? Ich seh nix, bei mir ist da nix. Was hat denn der? Okay, hier liegen Snacks rum zum Einsammeln, aber... Ja, dann send mir einfach den Screenshot, ich kann den ja dann einblenden. Dann send mir einfach mal ein bisschen Nudes und so. Zum Maul, ganz ehrlich. Warte, ich kann's ja auch mit WhatsApp aufnehmen.